nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. 1. Hier kommt die Sonne. Der Bassist Oliver hat auf seinem Computer zu Hause schnell so ein Schneewittchen-Video zusammengeschnitten. Indem er so aus dem Schneewittchen-Film hat er mal schnell auf die Musik gelegt. Und das hat gar nicht gepasst, und das fand man ganz gut. Viele Touren, vor allem auch in den USA. Hat das irgendeinen Einfluss auf das Album? Nein. Ich hoffe nicht. Nee. Hat keinen Einfluss gehabt. Also man kann sagen, dass das unser schwerstes Album war. Das sagt man ja oft, das dritte Album ist das schwerste. Für Wir mussten komplett neue Titel schreiben, also wir hatten nichts mehr übrig aus der Entstehungsgeschichte der Band und waren fast 2 Jahre damit beschäftigt. Mussten an viele Orte reisen, um uns inspirieren zu lassen, zum Beispiel nach Heiligendamm an die Ostsee und nach Miraval, nach Südfrankreich. Das neue Album zu machen hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir mal richtig Zeit und Ruhe hatten zu machen, so was wir wollten. Uns hat keiner gesagt, das muss so und so werden oder so, sondern wir durften uns wirklich was ausdenken und spielen. Da sind wir in dieses lustige Haus gefahren. In Heiligendamm, Haus Weimar, wo so schönes Meer ans Ufer schlug. Und das war schon eine sehr schöne Stimmung. Das war so eine herbstliche Stimmung und so kann man die Platte vielleicht auch ein bisschen einschätzen. Da gibt es 2 ruhige Balladen drauf, die das vielleicht auch so ein bisschen repräsentieren dann. Als wir dann fertig waren, haben wir gemerkt, dass wir ja keine bösen Songs mehr hatten. Also war alles nur so nett und so schön. Also ist ja auch nicht schlecht, aber viele erwarten von uns halt auch, dass es ein bisschen böser ist oder so. Mussten wir dann nochmal nach Berlin und da war dann noch richtig schön eklig, schön im Keller. Und dann kamen auch die bösen Songs dann noch. Schönen guten Tag. Glück auf. Kannst du dich schon hierher setzen? Nein, ist klar. Das erste Album war natürlich irgendwie der Anfang. Zusammensein, die ersten Begegnungen, die wir hatten. Diese erste Energie, die wir auch hatten, viel was sehr Rebellisches, was unheimlich Aggressives. So diese Energien hatten wir damals irgendwie zusammen waren. Das zweite Album war dann mehr irgendwie poppiger, durchdachter, konstruierter, überlegter. Und das dritte Album dann wieder so eine Mischung aus beiden vielleicht. Das sind so in der Struktur noch ein paar Sachen, das sind in der Elektrik ein paar Sachen. Also der Feinschliff und letzten Endes, wie es dann gemischt ist, macht es zu dem, was jetzt ist. Da sind wir nicht so drauf, okay, jetzt sind wir heiß. Das war ja also das letzte Mal vor 3 Jahren oder so. Und jetzt müssen wir ganz schnell alle, immer eine Platte hinterher und touren und so. Und das bloß das Feuer nicht ausgeht, das beobachtet man ja oft im Musikgeschäft. Aber wir haben erkannt, dass man das nicht muss. Also man kann da auch entspannt bleiben und lieber darauf vertrauen, dass die Qualität stimmt. Und das vergessen die Leute auch nicht. Und diesmal haben wir im Prinzip versucht, nach vorne zu denken und Titel zu machen, die uns in 2 Jahren noch gefallen. Bloß jetzt hätte ich gerne die 16 Bilder. Was bedeutet, dass du deine ganzen Körperbewegungen eigentlich auch an diesen Rhythmus mit anpasst. Passiert ja eigentlich automatisch, aber das ist tendenziell alles sehr langsam, ne? Damit dieser Effekt dezent rüberkommt. Okay, ist die Kamera fertig? Und Playback ab! Kamera! Es gerne richtig perfekt haben. Es kommt mir sehr auf die Details an. Das ist immer so, wenn ich Filme sehe, manchmal die richtig gut ausgestattet sind. Ich meine, wir machen hier schon für Musikvideo ziemlich einen Aufriss, aber es ist so, wenn man richtig über große Produktionen nachdenkt, gerade in Hollywood-Filmen,
dann sehe ich riesige Schlachten. Ich sehe Schlachten mit 3000 Männern, die da alle ausgestattet sind und so. Und du siehst nicht, ob der eine wirklich die perfekten Handschuhe anhat. Du siehst nicht, ob der eine wirklich diese Schuhe geschnürt hat. Aber du kannst sicher sein, alle haben sie das perfekte Schwert, alle haben sie die perfekte Ausstattung, das perfekte Make-up, auch wenn du es im Schlachtengetümmel gar nicht siehst. Aber wenn einer das nicht hätte, dann würdest du es sehen. Der Gesamtlook über alles, der muss stimmig sein. Und das geht von der Sekunde oder von dem Moment, wo wir über die Idee nachdenken, geht das bis zu dem Moment, wo wir nachher Retuschearbeiten machen. Wo wir nachher das Etikett auf die Videokassette kleben. Bis zu dem Moment wird voll 100% Gas gegeben. Und dann kann man sich, wenn man das so macht, kannst du dich auch nach 2 Jahren noch darüber freuen, wenn du das Video siehst. Das Problem war, für das Video mussten wir uns kleiner machen lassen. Weil Schneewittchen ist ungefähr 1,90. Und da wir als Zwerge ja sein müssen... Der Paul musste ein bisschen größer gemacht werden. damit ich auf 70 cm komme, auf Zwergengröße. Also Mutter ist natürlich wie geschaffen, um den Blatter so zu nennen. Eigentlich wollten wir das Herzeleid nennen, weil alle Titel haben mit Herzeleid was zu tun. Also eins heißt Mein Herz brennt. Und das ist auch mit Herz. Also wir haben alles mit Herz. Mutter ist auch ohne Herz geboren, auch eine Textzeile drin. Und dann haben wir gedacht, wir nennen das Album Herzeleid. Und dann für uns einen so dummerweise gibt es schon ein Herzeleid-Album und dummerweise ist es auch noch von uns. Im Gegensatz zum vorigen Album ist wieder mehr Natur zu hören. Und wir haben versucht, nicht so viel Sequenzen zu benutzen, also nicht so viel Synthesizer in den Laien. Versucht ein bisschen rauer wieder zu machen. Wobei wir nicht verhindern konnten, dass Till ein bisschen besser singt als auf dem letzten. Aber die Strophen sind immer noch gepresst, ne? Tief und fein und artig, wie sich das gehört und wie man das erwartet. Hallo, ab! Speed! Und Essen und Ziele gucken. Paul. Du bewegt dich nicht. Also man muss auch dazu sagen, dass es sehr, sehr schwer war, für diesen Song eine Videoidee zu gestalten. Also wir sind da in ganz viele Richtungen geschweift und eigentlich ist der Song mal für einen Boxer geschrieben worden, das ist aber nicht zustande gekommen aus irgendwelchen Gründen. Und das war der Text natürlich sehr festgelegt. Ich hatte die Vision, der kommt rein, hat diesen Bademantel, diese Kapuze und wie gesagt, das Publikum johlt und grölt, kommt durch diesen Tunnel in die Halle rein, geht auf den Ring zu mit dem Riff. Praktisch, wenn er in den Ring steigt und hebt die Arme hoch, hier kommt die Sonne, also hier, und sie wird nicht untergehen. Also praktisch, er macht alles platt. Und so war es sehr schwer, eine andere Geschichte darauf zu projizieren, aber ich glaube, dass hier mit Schneewittchen funktioniert. Sie ist der hellste Stern von allen. Das ist so eine schöne Geschichte, ne, mit den Zwergen und Schneewittchen, aber wir wieder draus machen, ey. Nur Ärger im Kopf. Also zum Lied Die Sonne hatten wir 40 Videoideen. Übertreib mal, waren nur 38. Und die waren, eine war besser als die andere. Wirklich unglaubliche gute Ideen. Und zwar haben wir einen Schneewittchenfilm gesehen und haben dann gedacht, dass das eigentlich total schön passt. Dass das Schneewittchen eben die Sonne von den Zwergen ist und wir die Zwerge uns Schneewittchen anhimmeln, für sie knechten und dass sie eben unsere Erfüllung ist. Aber auch unser Schmerz, unser Leid. Das Erste, was man natürlich macht, wenn man sich über ein Schneewittchen-Konzept Gedanken macht, ist Gebrüder Grimm aufzuschlagen, mal nachzulesen und sich das Märchen reinzuziehen. Und da gibt es eine Szene, wenn Schneewittchen dann tot ist und die wacht immer einen Zwerg über Jahre. Sie verwittert nicht, sie tragen sie auf den höchsten Gipfel ihrer 7 Berge und bewachen sie. Dann kommt ein Prinz vorbei und möchte Schneewittchen mitnehmen, weil er sich auf der Stelle in sie verliebt. Aber die Zwerg sagt dann, für kein Gold der Welt werde ich Schneewittchen hergeben. Sagt dann der Prinz,
dann schenkt es mir. Ich muss es haben und so, ne? Und da sagt der Zwerg, das könnte er nicht tun, sie wäre doch sein Sonnenschein.